Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und das ist Balalaika, eine Rhododendron-Hybride, die sehr kompakt bleibt, nur ca. 60-70 cm hoch wird und bis zu 90 cm breit. Was zeichnet Balalaika neben dem kompakten Wuchs sonst noch aus? Ich denke, das Wichtigste ist diese extreme Blühstärke, die diese Sorte kennzeichnet. Man sieht ja manchmal Rhododendron in diesem Alter, die haben 2, 3, 4, 5 Blütenbüschel. Sie sehen, man kann die Blütenbüschel gar nicht zählen und pro Blütenbüschel gibt es dann bis zu 10 glockenförmige Einzelblüten bei Balalaika. Dann vielleicht das zweite Spezielle, die Farbe. Wir haben außen einen rosa Saum und innen eine orange-terrakotta gefärbte Blüte, einen orange-terrakotta gefärbten Blütenkelch. Und auch die Staubfäden sind teilweise rosa-orange gefärbt. Und das gibt dann einen wunderschönen orange leuchtenden, aber doch dezenten Farbeindruck, eine Farbe, eine Pastellfarbe, die gut zu anderen Pastellfarben, zu gebrochenen Farbtönen passt. Also wenn es sowas wie die USPs, die Unique Selling Propositions gäbe bei Rhododendron, also das, was sie auszeichnet vor allem anderen, dann wäre es bei dieser Sorte der kompakte Wuchs, die spezielle Farbe und die extrem große Blühstärke.